Lange Beine, blonde Haare, zarte Gesichtszüge. Auf den ersten Blick geht Model Andrei Pejic durchaus als Frau durch, doch der 19-Jährige ist ein Mann. Mit seinem ungewöhnlichen Stil erobert er die Modewelt im Sturm. Große Marken wie Jean-Paul Gaultier und Marc Jacobs reißen sich förmlich um ihn. Bei der diesjährigen Fashion Week in Berlin läuft Andrei für Michael Michalski. Ich fand es schon immer toll, wo André eine Performance auf dem Catwalk abgeliefert hat. Und das Kollektionsthema ist ja nun Toleranz. Und ich finde, bei dem Thema ist natürlich auch Platz, darüber zu reden, nicht nur Toleranz zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, sondern eben auch zwischen unterschiedlichen Geschlechtern und auch Sachen, die dazwischen liegen. Weil sowas gehört natürlich auch alles komplett dazu. Und deshalb dachte ich mir, ich brauche auch jemanden, der das verkörpert. Und dazu kommt ja noch, dass er auch wirklich, wirklich, wirklich toll aussieht. Der Trend in der Modelwelt scheint zu besonderen Typen zu gehen. Andreis Look kommt gut an. Mittlerweile könnte er für die großen Supermodels eine ernsthafte Konkurrenz werden. In the fashion circles, it was at first really good. In Modekreisen ist mein Style von Anfang an gut angekommen. Die Leute waren interessiert an mir. Später wurde es zu einer Art populärer Mainstream. Aber ich denke, viele Menschen mögen mich einfach. I don't know, I guess. Some people like me. Die große Michalski-Show der Berliner Fashion Week ab 21 Uhr im Livestream auf bild.de und Stylebook.